Und damit sind wir bei unserem Spiel der Woche und wollten von Wasserspringerin Christine Steuer, Sie haben ja vorhin gesehen, sie ist auf dem Weg zu den Olympischen Spielen nach London. Wir wollten von ihr wissen, wie geht sie denn aus, die Partie Chemnitz gegen Jena? Und ihr Tipp ist eindeutig, sie glaubt an einen 2:0-Sieg der Himmelblauen. Und so sehen das übrigens auch die meisten bei unserem Tipptrend-Experte 2012. Da setzen nämlich 71% von ihnen auf einen Sieg von Chemnitz, 10% sagen Jena gewinnt und 19% tippen auf Unentschieden. Chemnitz scheint also der große Favorit zu sein, aber so schlecht, wie die Tabelle vermuten lässt, sind die Thüringer wiederum auch nicht, was auch an Nils Pichinur liegt. Zuletzt schoss er gegen Unterhaching 2 Tore und bei den Chemnitzern, da kann Anton Fink eine gute Bilanz vorweisen. 4 Spiele, 4 Tore. Aus Chemnitz meldet sich Bodo Bürg. Anton Finke hat sich zügig zurechtgefunden in Chemnitz. Der 24-Jährige ist Schnellstarter. Als eine große Zeit in Unterhaching begann, da schoss er in seinem ersten Spiel dort gegen Werder Bremen gleich 2 Tore. Es gibt die eine notwendige Veränderung in der Mannschaft von Gerd Schädlich. Thomas Birk ist gelb gesperrt, dafür Niklas Andersen, der Neuzugang im Team. Wechselerfolg positionsgebunden. Ansonsten ist es die Erfolgself der letzten Wochen, also mit den gefährlichen Außenschlosser und Garbuszewski. Nils Pichinur, auch er braucht keine langen Anlaufzeiten. In Jena schon nicht mehr wegzudenken. Als Norddeutscher atmet er dieses Sachsen-Thüringen-Match. Jena in der Formation des 2:0-Erfolges gegen Unterhaching. Gleiches Personal, gleiches System. Ehrlich gesagt, es hat auch niemand etwas anderes erwartet. Also 4-2-3-1-System. Sie haben wieder Hoffnung geschöpft an den Kernbergen. Vor allem auch durch die Art und Weise dieses 2:0-Erfolges. Also dann hinein ins 75. Derby. 29 Siege Jena, 21 Erfolge Chemnitz. Die Westsachsen in den himmelblauen Dressen mit Garbuszewski. Der wechselt gleich einmal den Flügel und kommt jetzt zur Flanke. Tino Berbig. Der Schlussmann, gebürtiger Jener im Übrigen und auch Kapitän des FC Carl Zeiss. Gerd Schädlich, in Rodewisch kam er zur Welt, 25 Mal spielte er für damals Karl-Marx-Stadt. Also waschechter Sachse, der kennt diese Derby-Atmosphäre, diese Derby-Luft. Schlosser. Oh, Anton Fink liegt da nach einem Zweikampf mit den Innenverteidigern des FC Carl Zeiss. Spiel läuft weiter, gellendes Pfeifkonzert des Publikums. Sie hoffen natürlich, dass es bei Anton Fink weitergehen kann. Jetzt unterbricht der Referee. Robert Hartmann aus Bayern. Nach dieser Aktion von Pierre-Dominique Becken bleibt Anton Fink liegen, aber es geht weiter bei ihm. 8.100 Zuschauer, etwa 1.500 sind aus Jena mit hier rübergekommen. Es liegen ja nur 90 Kilometer zwischen diesen beiden Städten. Dobring. Ja, sie haben Schwierigkeiten, die Spieler des CFC in die Partie zu kommen, weil Jena hinten gut steht. Tüting. Möglicherweise ein Elfmeter. Nein, sagt der Referee Robert Hartmann. Vielleicht in der ersten Phase dieses Zweikampfes hätte Tüting einen Strafstoß bekommen. Nach diesem Einsatz von Demirtas, dem Neuzugang. Aber dann war dies nicht mehr strafstoßreif. Tino Berbig. Gibt viele Fehlpässe in dieser Anfangsphase auf beiden Seiten. Und das ist die erste Angriffsaktion des FC Carl Zeiss. Guter Pass von Henge auf Schimak und Pentke. Hat eine Zeit gedauert, ehe die Mannschaft von den Kernbergen ihn prüfen konnte. Sehr schön gemacht von Henge. Und dann Schimak, aber Pentke rechtzeitig raus. Alles regelkonform. Das ist Andersen.
Sohn von Jörn Andersen. Tüting, Tüte, wie sie ihn hier nennen, versucht es mal. Auffallend, dass er sich sehr häufig mit in das Angriffsspiel einschaltet. Versucht, Überraschungsmomente zu setzen. Aber das ist natürlich keinerlei Gefahr für Tino Berbig. Die großen Strafraumszenen, die fehlen noch in diesem Traditionsduell. Pentke. Und Freistoß nach diesem Foul von Stenzel an Schimak. Und da wissen alle Bescheid. Gefahr im Verzug. Hier, denke, das ist eindeutig. Und der Spezialist, der Tscheche. Ball geht an allen Beteiligten vorbei. Hat ja einen Strafstoß verschossen beim 2:0 gegen Unterhaching, der Jan Schimak. An sich gute Bedingungen für dieses Fußballspiel. Und der Rasen in einem für diese Jahreszeit erstaunlich guten Zustand. Also ausdrücklich auch ein Lob an die Verantwortlichen hier beim CFC. Wieder Freistoß. Diesmal also für die Westsachsen. Stenzel ist gefoult worden. Und der CFC hat dann natürlich auch seinen Spezialisten mit Ronny Garbuszewski. Den besten Vorlagengeber in dieser Liga. Und wie gewohnt, die Innenverteidiger sind mit nach vorne geeilt. Ja, von Tüting kam der Kopfball nicht. Das war Wachsmuth, der dran war. Schauen wir noch einmal genau hin. Ja, Wachsmuth, vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte Tüting diesen Ball überlassen. Und da haben wir Ingo Steuer, den Weltmeistertrainer der Eiskunstläufer Savchenko Scholkowy. Er ist immer dabei, wenn es denn geht, und drückt dem CFC die Daumen. Ein Kenner, nicht nur in der Eislaufszene, sondern auch, was den Fußball angeht. Wieder Freistoß. Viele Freistoßpfiffe jetzt. Es ist kein unfaires Derby. Ja, Garbuszewski kann es nicht glauben, warum da der Referee unterbrochen hat. Aber da hat der Arm, der Ellbogen nichts zu suchen. Und auch dieser Pfiff des Referees geht völlig in Ordnung. Und Petke wieder in Erwartung einer schwierigen Situation. Wieder steht Jan Schimak bereit. Wieder der Tscheche. Wieder ein gefährlicher Freistoß. Und das sicherlich die größte Möglichkeit bislang in diesem Spiel. Gute Parade von Pentke. Auch einem gebürtigen Sachsen im Übrigen. Setzt noch einmal gefährlich auf, dieser Ball von Jan Schimak. Ein Länderspiel hat er absolviert. Das war zu seiner großen Zeit, als er noch bei Hannover 96 unter Vertrag stand. Der daraus resultierende Eckball für den FC Carl Zeiss. Henge und Pierre-Dominik Becken mausert sich zum Publikumsliebling an den Kernbergen. Obwohl er erst gegen Saarbrücken seine erste Partie hatte. Kopfball kam von Henge und dann war Becken noch dran. Freistoß Garbuszewski. Vogt. Nicht gut geklärt und sofort die Schussmöglichkeit auch genutzt vom Kapitän des CFC, von Stresser, ehemals ja Carl Zeiss Jena. Sein Vater Ralf Stresser, der wechselte mal von Union Berlin nach Thüringen an die Kernberge, brachte den Sohnemann gleich mit und er ging dann in die Nachwuchsmannschaft. Und jetzt führt ihn also sein Karriereweg nach Chemnitz und er ist Kapitän. Wachsmuth, den wir da gerade groß im Bild hatten, das sagt ja Gerd Schädlich, der Mann hat durchaus Führungsqualitäten. Auch er spielte früher beim FC Carl Zeiss Jena. Also da gibt es schon eine ganze Reihe von Parallelen in diesem Duell. Nicht ungefährlich, dieser Schuss von Garbuszewski. Aber es hat sich nichts verändert. Die großen, die Top-Möglichkeiten, die hundertprozentigen, die fehlen.
bis zu diesem Zeitpunkt. Wir sind so etwa in der 43., 44. Minute. Freistoßpfiff des Schiedsrichters. Das geht in Ordnung. Und dann führen sie ganz schnell diesen Freistoß aus, die Chemnitzer. Dobry. Garbuszewski auf der anderen Seite. Also links. Flankt auch mit links. Anton Fink steht frei. Und so frei darf man ihn nicht zum Zug kommen lassen. Das nutzt er natürlich. Bereits sein fünfter Treffer für die Himmelblauen. Da ist ihnen ein super Griff geglückt in der Winterpause. 1:0, 45. Minute, so kurz vor dem Pausentee, macht der CFC das Tor. Und wieder ist es Anton Fink. Aber was war das für eine exzellente Vorarbeit von Garbuszewski mit links, dass es von rechts kann, das weiß jeder. Und Anton Fink, so frei darf man ihn dort nicht lassen. Da ist ja gar keiner so richtig in seiner Nähe. Und dann ist Berwig chancenlos, da kann er gar nichts machen. Der CFC führt mit 1:0. Die Reaktion von Gerd Schädlich und Thorsten Bittermann. Freude gräbt sich ins Gesicht des erfahrenen Trainers. Und wie hat Patrick Sander diese Situation gesehen? Der ist fassungslos. Was macht ihr denn? Das war deutlich zu hören über die Außenmikrofone. Dann muss er sich sofort wieder konzentrieren, weil das Spiel läuft ja weiter. Er sieht die Flanke von Garbuszewski und jetzt sieht er den Treffer von Anton Fink. Und er ist nicht einverstanden mit dem Schiedsrichter und mit seinem Assistenten. Geht zum Assistenten, knöpft ihn sich vor, hat ihm etwas zu sagen. Sicherlich in freundschaftlicher, aber bestimmter Art und Weise, wenn wir diese Bilder richtig deuten. Und das gucken wir uns noch einmal an. Diese Szene, diese so entscheidende bis zu diesem Zeitpunkt, dass es hier einen Freistoß gibt für Chemnitz, ist klar. Der ist berechtigt. Aber der Tatort ist doch schon ein wenig woanders hin beordert worden, woanders hingesetzt worden. Und der Ball, ruhte der? Ich denke nicht. Redebedarf von Patrick Sander mit Robert Hartmann, dem Schiedsrichter. Das wird für Diskussionen sorgen, diese Szene in der 45. Minute. Nicht nur auf dem Spielfeld ran, sondern auch bei den Zuschauern. Und jetzt Ingo Steuer, erfolgreicher Eiskunstlauftrainer, Weltmeistermacher. Ihre Sicht als glühender CFC-Fan auf der einen Seite und Trainer auf der anderen. Bisschen schmeichelhaft, das 1:0 für Chemnitz. Ja, also wir haben da absolutes Glück gehabt, dass der Schiedsrichter da nicht abgepfiffen hat bei dem Freistoß, der da vorher war. Natürlich absolut glücklich, ausgeglichenes Spiel, aber naja, jetzt sind wir am Schluss immer warm geworden. Ganz Chemnitz träumt natürlich von dieser zweiten Liga, Sie auch? Ja, jetzt wird also erstmal wichtig, dass Sie in der dritten Liga bleiben, dass Sie den Platz stabilisieren und dann in der Zukunft in die zweite kommen. Jetzt sind natürlich Eiskunstlauf und Fußball nicht wirklich miteinander zu vergleichen, aber wenn Sie jetzt Gerd Schädlich vertreten müssten in der Halbzeitpause in der Kabine, was würden Sie den Jungs sagen? Ich würde jetzt als Trainer sagen, ihr seht, wenn er da Druck ausübt, dass es auch funktioniert und das müssen Sie einfach machen. Roland Kühnke fragte nach und Ingo Steuer ist ein Trainer durch und durch. Besonders die zweite Antwort hat mir gefallen. Angesprochen auf die Erwartungshaltung in Chemnitz. Abseitsposition hier von Dobry müssen wir noch einmal korrigieren. Nach diesem weiten Flankenball, ja, stimmt. Fahne des Assistenten war auch sofort oben. Der CFC also jetzt von links nach rechts in diesen zweiten 45 Minuten. Was ist mit dem FC Carl Zeiss Jena? Wie sind Sie in dieser Pause von Ihrem Trainer instruiert worden? Was haben Sie drauf? Immerhin dieser Schuss von Alban Ramay. Ramay, den viele haben wollten, als er von Erzgebirge Aue wegging. War ja auch in Chemnitz im Gespräch. Henke mit der Vorarbeit. Oh, da hat Ramay aber viel Platz. Schießt sofort. Und gute Parade von Philipp Pentke. Pichinot stört da immer wieder. Ansonsten war wenig zu sehen vom besten Stürmer des FC Carl Zeiss, Nils Pichinot. Henge. Spiel läuft weiter. Kein Foul.
Becken und Schlosser. Schlosser mit der Schussmöglichkeit. Und Dobry und Garbuszewski vorne waren frei, heben die Hände hoch. Warum hat er nicht abgespielt zu uns? War natürlich eine Top-Möglichkeit. Sehr gute Parade von Berbig. Noch einmal das Ganze. Becken musste herausrücken. War ausgespielt. Dann Schlosser. Und dann findet er die Mitspieler nicht mehr. War schon zu sehr auf diesen Schuss fokussiert und glänzende Parade von Tino Berbig. Saison 88-89. Patrick Sander, Energie Cottbus gegen den FC Karl-Marx-Stadt. 3:1 gewannen die Lausitzer mit einem Hattrick von Sander. Wir haben ihn darauf angesprochen und da sagt er, natürlich kann ich mich daran erinnern. Ich erinnere mich an jedes Spiel, vor allen Dingen natürlich an solch eines. Seine Mannschaft jetzt mit mehr Spielanteilen und mit großen Chancen. Jetzt taucht auch Pichino auf, gewinnt dieses Duell gegen Wachsmuth. Schön hineingelaufen und dann ist der ganz einfach eher da als der Innenverteidiger. Und da haben sie Pech, die Spieler des FC Carl Zeiss. Aber es ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Sie halten das Spiel offen und Gerd Schädlich weiß ganz genau, trotz dieses 1:0, das ist hier noch nicht durch. Hat einige Anmerkungen zu machen. Auch im Spiel nach vorne, wenn sie aufbauen müssen, von den Innenverteidigerpositionen aus, da haben sie ihre Schwierigkeiten, die Westsachsen gegen die Ostthüringer. Jetzt aber kommen sie mit Stenzel, Foul von Vogt. Schiedsrichter entscheidet, Spiel geht weiter. Vorteilsauslegung, sicherlich die richtige Entscheidung von Robert Hartmann aus dem Allgäu in Bayern. Es wird Eckball geben für den CFC. Der ein oder andere hätte da jetzt eine gelbe Karte erwartet. Stenzel, Schimak, Vogt und dann das Foul und das Abheben, das spektakuläre Abheben auch von Stenzel. Ich denke, weiterlaufen zu lassen im Interesse des Spiels war in Ordnung. Über eine gelbe Karte kann man dann immer diskutieren und Möglichkeit für Dobry, den so wichtigen Mann im Angriff der Chemnitzer. Garbuszewski Eckball und Dobry kommt da an den Ball, schraubt sich da höher als alle anderen. Spiel ist besser geworden, Rassiger gewinnt mehr an Klasse und auch die Strafraumsituationen sind hochkarätiger. Wieder der CFC, wieder Garbuszewski. Garbuszewski erneut mit einer tollen Leistung. Setzt sich dadurch. Stenzel. Und bei diesen Flanken, bei diesen Hereingaben, da steht Pierre-Dominique Becken sehr, sehr gut. Hat ein richtiges Auge dafür. Nicht zum ersten Mal, sondern zum wiederholten Mal richtig positioniert und mit der richtigen Handlung. Ja, Vogt wartet auf den Pfiff des Schiedsrichters, um diesen Freistoß ausführen zu können. Schimak sofort drückt er ab. Diesmal braucht Philipp Pentke nicht einzugreifen. Interessante Partie. Nach wie vor der Stand der Dinge 1:0 für den CFC. Das wäre für den FC Carl Zeiss zu wenig. Es scheint, konditionelle Probleme gibt es aber bei den Thüringern nicht mehr. Sie drehen jetzt noch einmal auf. Gelbe Karte für Silvio Bankert. Nach diesem Foulspiel auch hier die richtige Entscheidung des Referees. Und wieder Schimak. Und wieder ist Gefahr im Verzug. Dobry hilft da hinten mit aus. Dann Schmidt. Und dann ist der Ball drin. Und was für ein kurioses Tor. Nils Pichino, der Torschütze. Also die beiden Stürmer vom Dienst. Fink und Pichino machen die Tore. Freude im Block beim FC Carl Zeiss. Aber was unterläuft hier dem Pentke für ein Fehler? Aus 12 Metern dieser Kopfball von Nils Pichino. Und Philipp Pentke, der so großartig gehalten hat in dieser Saison für den CFC in Oberhausen, hatte er
ein Fehler, der zum Gegentor führte. Und nun wieder. Ich hoffe, es gibt nicht eine Torhüterdiskussion beim CFC. Aber man muss es so klar unterstreichen, es war jetzt das zweite Ding hintereinander von Philipp Henke und Freude natürlich bei Patrick Sander. So hat seine Serie Bestand, wenn es bei diesem 1:1 bliebe. Fassungslosigkeit bei Gerd Schädlich, der Eidemir bringen möchte. Um vielleicht noch etwas fair das Angriffsspiel zu tun, zu unternehmen. Und jetzt wird dieser Wechsel in Realität. Eidemir kommt also in die Partie. Wieder Gerbuszewski mit einem Freistoß. Diese Flankenbälle sind 1A und wieder einmal Becken. Pierre-Dominique Becken, der Neuzugang. Und da motivieren sie sich gegenseitig, die Spieler des FC Carl Zeiss. 82 Minuten vorbei. Gerbuszewski. Landeka ist ins Spiel gekommen bei den Thüringern. Und jetzt versuchen sie, einen Konter zu setzen. Jetzt wittern sie natürlich ihre Möglichkeiten über Sebastian Henke. Und das tut ja schon beim Zuschauen weh. Brutaler Zusammenstoß zwischen Eidemir, Pentke und Boskovic. Oh, hoffentlich ist da nichts Schlimmeres passiert. Sie werden behandelt, minutenlang. Eidemir muss dann raus. Pferdekuss, sagt man. Für Pentke geht es weiter, der wird getackert. Und dann muss er da durch, der Schlussmann. Schlussphase geht an den FC Carl Zeiss. Mit dieser Möglichkeit vielleicht zum Sieg. Boskovic. Boskovic hat das 2:1 auf dem Fuß. Deutliche Steigerung der Thüringer in den zweiten 45 Minuten. Und sie haben hochkarätige Möglichkeiten. Knappe Angelegenheit von Boskovic. Keine Abseitsposition, alles regulär. Und dann ist Schluss. Ein packendes Spiel in den zweiten 45 Minuten. Die ersten waren nicht so hochkarätig. 1:1 trennen sich beide Mannschaften. Ich denke, das geht dann auch in Ordnung. Ja, er hat seinen zweiten bösen Bock, seinen zweiten Schnitzer gehabt. Und damit müssen sie jetzt klarkommen und leben, die beiden Trainer. Roland Kühnke mit den Stimmen zum Spiel. Anton Fink, 1:1 am Ende, aber ich glaube, wenn man so die Chancen insgesamt betrachtet, glücklich für den CFC sogar ein bisschen. Glücklich würde ich jetzt nicht sagen. Also wir haben schon ein paar Chancen gehabt in der ersten Halbzeit, wie auch in der zweiten. Und dann kriegen wir so ein blödes Tor und ich denke, wir hätten den Sieg verdient gehabt. In der ersten Halbzeit Ihr Tor, da hat sich der Trainer der Jena richtig aufgeregt, der Patrick Sander. Was ist da schiefgelaufen aus Ihrer Sicht? Aus meiner Sicht gar nichts. Ich glaube, das haben Sie auch gesehen. Der Schiri pfeift einen Freistoß, den er pfeifen kann, keine Frage, und begibt sich dann zum Tatort. Begibt sich hin und zeigt die Stelle an, wo der Ball gespielt werden soll. In dem Augenblick, wo er hatte keinen Blick zum Ball, guckt also wie gesagt nur auf die Stelle, wo der Freistoß ausgeführt werden soll. Und in dem Augenblick wird der Ball schon längst weitergespielt. Und das sieht er dann, will die Pfeife eigentlich, hat die Pfeife schon am Mund, will pfeifen und sagt dann weiterspielen. Also auch mehr als unglücklich. Da müssen wir trotzdem schneller umschalten und vor vorbeistellen oder sonst was. Und dann dürfen wir uns eigentlich auch nicht darüber aufregen. Jena ist ja aktuell richtig gut drauf, muss man ja sagen. Trotzdem hatte ich schon gehofft, dass wir aus dem Einzelnen mehr machen. Ich denke, es war ein super Angriff, der zu der Führung führte. Aber in der zweiten Halbzeit, in unserer guten Phase, müssen wir das zweite Tor machen. Das haben wir nicht geschafft. Ja, und dann wird das oftmals bestraft. Was hat uns jetzt dieses Derby gebracht? Viel Spaß, guten Fußball, zumindest in den zweiten 45 Minuten. Und die Erkenntnis, die Serien beider Teams halten erst einmal. Franziska Schenk. Vielen Dank, Bodo. Und wir schauen noch auf die Ergebnisse in der Übersicht.